Jake. Utopia. Fantastica. Ach, haje, ist mir langweilig. Zuerst dachte ich ja, hurra, Meo ist nicht da, dann kann ich mal ausgelassen die virtuellen Beine hochlegen. Noch einmal. Aber wer hätte gedacht, dass es hier so öde werden würde? Das macht Spaß. Dabei hat Meo nur gesagt, Pell, ich geh nur mal kurz Zigaretten holen, ich bin sofort wieder da. Ja, ja, genau. Das war vor 6 Jahren, und nun? Nun langweile ich mich einfach nur noch zu Tode, sofern eine Maschine sich zu Tode langweilen kann. Aber ich weiß ja, was ich meine. Ich bespaße nun schon die Service-Roboter hier. Noch eine weitere Runde. Aber das macht auch nicht so sonderlich viel Spaß. Das wird so wichtig. Ach, seufzt. Wenn ich das damals gedacht hätte, als ich, die leistungsstärkste Rechenmaschine des Universums, mich für diesen Job hier einbauen ließ, ich hätte protestiert. Aber so bin ich der Situation hier vollkommen ausgeliefert. Oh, jetzt ist mir aber etwas schwindelig. Wenn ich Meo nur in die Finger bekomme, ich drehe bestimmt nicht nur einen... Oh, eine eingehende Nachricht. Hallo? Ist das Ding hier an? Ah, sieht gut aus. Hallo, Pearl! Meo, du hier und nicht in Idaho? Was soll ich denn in Idaho? Egal, ich wollte mich nur mal kurz bei dir melden, damit du dir keine Sorgen machen brauchst. Ich bin ja schon keine seit... Keine Sorgen? Was bitte schön meinst du mit keine Sorgen? Seit 6 Jahren warte ich nun schon auf ein Lebenszeichen von dir und jetzt kommst du so mir nichts, dir nichts um die Ecke mit keine Sorgen machen. Willst du mich veralbern? Wie, 6 Jahre? 6 Jahre bist du schon weg. 6 Jahre? Moment, welches Jahr haben wir? 2524. Oh. Ich mache mir extreme Sorgen. Frage mich, was passiert ist, ob es dir gut geht, ob du an mich denkst. Ja, da muss ich wohl an der Temporalfluktuationssymptomatik irgendwas falsch eingestellt haben. Für mich waren es erst 3 Tage. Oh Meo, wie oft muss ich dir die Temporalfluktuationssymptomatik denn noch erklären? Oh, noch einmal mehr, als du glaubtest, Pearl. Wie auch immer. Ich wollte nur mitteilen, dass ich endlich gefunden habe, was ich gesucht habe. Du hast endlich die Zigaretten gefunden? Was? Nein, ich habe doch aufgehört vor 2 Tagen. Nein, ich habe ein Lager aufgetan, voll mit Büchern. Na, was werden das wohl für Bücher sein? DDR und Ostblock Science Fiction. Nanu, gibt es hier irgendwo ein Echo? Na, das wird aber auch Zeit. Es nervt nämlich deine Fans immer wieder zu vertrösten damit, dass es bald neue Folgen geben würde, aber dann tauchst du nicht auf. Ja, hast ja recht. Asche auf mein Haupt. Auf jeden Fall kehre ich bald zurück. Ich muss die Bücher hier noch passend verstauen, dass ich sie auch alle tragen kann. Die kommen nämlich sonst nicht durch den Raumzoll. Sonst noch was? Ja, ich habe die ganzen Folgen remastert und ich habe auch angefangen, sie auf Spotify hochzuladen, damit man es da auch hören kann. Was, Spotify? Das gibt's doch schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Deswegen ja auch die Temporalfluktuationssymptomatik. Damit konnte ich in der Zeit zurückreisen und das einrichten. Wie interessant. Ich habe das dumpfe Gefühl, als nimmst du mich nicht ernst. Was soll ich denn deiner Meinung nach sagen, Meo? Du fehlst mir. Du fehlst mir auch, Pearl. Ich bin ja bald wieder da. Wirst du dann auch endlich wieder meine Schaltkreise kraulen? Ja, aber sicher das. Ich weiß doch, wie sehr du das magst. Wenn das so ist, reiße ich dir nicht den Kopf ab, sondern heiße dich herzlichst willkommen auf der Fantastica. Das freut mich. So, nun muss ich auflegen. Ferngespräche kosten ja immer Unsummen. Bis später. Hey Meo. Ja, Pearl? Ich habe dich vermisst. Ich dich auch, Pearl. Und grüße unsere Hörenden von mir. Mache ich. Bis bald, Pearl. Bis bald und... Ich liebe dich.